Die Zehn Gebote, Teil 9 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit, und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Sie kamen an einen Berg. Auf diesem Berg wollte Gott selbst mit ihnen reden. Als es soweit war, wurde der ganze Berg von dichtem Rauch umhüllt. Dann begann Gott, aus dem Nebel heraus zu den Israeliten zu reden. Er sagte: Ich bin der Herr, euer Gott, der Gott, der euch aus ägyptischer Sklaverei befreit hat. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Ihr sollt den Namen des Herrn, eures Gottes, nicht missbrauchen. Ihr sollt den Feiertag heiligen. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Ihr sollt nicht töten. Ihr sollt nicht Ehe brechen. Ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt keine falschen Zeugenaussagen gegen andere machen. Ihr sollt nicht neidisch sein auf den Besitz von anderen Menschen. Seid auch nicht neidisch auf den Partner, die Familie oder das Ansehen von anderen. Außer diesen zentralen Anweisungen, die wir die Zehn Gebote nennen, gab er ihnen noch viele kleine Anweisungen, die das Zusammenleben im Detail regelten. Danach ging Mose auf den Berg, um mit Gott zu sprechen. Er bat das Volk Israel, auf seine Rückkehr zu warten. Auf dem Berg gab Gott ihm 2 Steintafeln, in die er die Gebote eingemeißelt hatte. Mose war 40 Tage auf dem Berg, bevor er zurückging.